Worum es mir jetzt geht, ist wichtig, dass du zwangsläufig jetzt, wenn du innerhalb dieser virtuellen Welt, wenn du mir auf Menschen triffst in deiner Personifizierung, ist die erste Frage, habe ich es jetzt mit einer KI zu tun oder ist da im Hintergrund ein Teil von mir, ein Geistesfunk, der dieses Prinzip von Holofeeling verstanden hat? Das lässt sich zuerst einmal vorneweg mit ganz einfachen Fragen klären. Du beobachtest, ich sage immer Tierchen gucken, du beobachtest den Gegenüber und Geist zeigt sich nur durch Neugier. Das heißt, jeden einseitigen Rechthaber, mit dem du zu tun hast, hinter dieser Maske sitzt hundertprozentig sicher nur eine KI. Und in dem Moment, wo du was äußerst, als Figur natürlich, und der andere reagiert mit Neugier. Ich mache das, ich habe das so oft gesagt, ich mache mal das Tassenbeispiel. Wenn du jetzt sagst, der Henkel ist rechts und der andere sieht den Henkel links, oder wir machen es noch einfacher, wir machen diesen Blickwinkel auf einen Kegel. Du sagst, das ist ein Kreis und der andere sagt, nein, das ist ein Dreieck. Dann muss dir klar sein, dass das ja nur eine andere Perspektive ist. Und Neugier würde jetzt bedeuten, du siehst offensichtlich etwas anderes wie ich, wenn wir über dasselbe sprechen, wenn wir dasselbe Ding anschauen, geistig. Das muss jetzt nicht der Gegenstand sein. Du musst, meistens geht es ja um irgendwelche komplexere Themen. Politische Themen, religiöse Themen. Aber die musst du jetzt mal abstrahieren, dass du sagst, es ist ganz einfach der Kegel oder die Tasse. Wenn jetzt irgendeiner was äußert, wo du eine ganz klare Vorstellung hast und der behauptet das Gegenteil oder irgendwas anderes, dann muss der ja was sehen, was du nicht siehst. Obwohl wir über dasselbe Thema sprechen. Und wenn du in so einer Situation bist, das gilt erst einmal für dich selbst, wenn du eine ganz klare, einseitige Vorstellung von was hast, wir reden meinetwegen über Politik und irgendeiner äußert eine andere Meinung, eine andere Perspektive. Man sagt immer, der hat eine andere Meinung. Das große Problem ist, dass man seine Meinung als logisch ansieht. Das ist eben dieser Schwamminhalt. Und dann wird gestritten. Und Geist zeigt sich in Toleranz, dass ich sage, offensichtlich siehst du was anderes wie ich. Und dir muss jetzt klar sein, hättest du den Schwamminhalt von dem anderen, würdest du mit dem anderen Programm, mit dem anderen Glauben laufen, wäre das vollkommen logisch für dich, was der äußert. Es ist nur für dich unlogisch, weil du in einer sehr engen, einseitigen Logik festhängst. Das, was ich immer die Kompatibilität nennt man das. Das sind zwei logische Systeme, die nicht kompatibel sind. Ganz einfaches Beispiel: Christentum und Moslems. Machen wir nur immer, was ich immer so zum Merken nehme: die einen glauben, Jesus wurde gekreuzigt, und die anderen glauben, dass Jesus nicht gekreuzigt wurde. Aber das ist doch nur Schwamminhalt, das sind doch nur Geschichten, die Sie vom Hören sagen können. Wieso pocht man so drauf, dass das, was man mir erzählt hat, richtig ist und das, was man den anderen erzählt hat, verkehrt ist? Oder was in dem Buch drin steht oder in dem Buch drin steht. Das heilige Ganze sucht keiner. Das heilige Ganze ist zuerst einmal der, der sich beide Perspektiven ausdenkt. Es erfordert Toleranz. Und du wirst merken, wenn du das einmal für dich im Kleinen machst, mit den Mitmenschen um dich herum, dass die große Masse schlagartig wegfällt, weil das nur einseitige Rechthaber sind. Das ist ein klares Zeichen für Geistlosigkeit. Das ist jetzt wie wenn du auf einen Avatar in ein Videospiel triffst, der wirklich nur KI-gesteuert nach seinem Programm reagiert. Es tut sehr weh, wenn man das einmal akzeptiert, weil man muss wirklich den Materialismus und den religiösen materialistischen Glauben komplett überwunden haben. Und die sind dann am Ende für Argumente zugänglich. Es ist immer wieder, lass dich nicht beeindrucken, wenn Menschen mit einem riesen Intellekt brillieren, wo du sagst, da komme ich nicht mit meinem Intellekt. Und du bist beeindruckt von der Datenmenge, wo die raus sind. Dann sage ich, immer wieder nimm dein Handy in die Hand, jetzt in der neuen Zeit, und dann fragt das Handy was, und du wirst feststellen, du wirst keinen Trockennasenaffen finden, der annähernd so viel Wissen in sich trägt wie das Handy. Aber du wirst dem Handy keinen Geist zusprechen. Und genauso ist, wenn jetzt irgendeiner in ein Fachgebiet, wo er studiert hat, das immer wieder, wo ich sage, Professoren oder was, es sind reine Programmierer-Rezitiermaschine. Geist zeigt sich durch Demut und Toleranz gegenüber anderer Meinungen, weil der wachsen will. Und Geist wächst, wenn er sich auch die anderen Perspektiven zu eigen macht. Darum sage ich immer, du solltest dich jetzt gerade für das interessieren, wo dir bisher die Haare zu Berge gestanden sind, wenn du das gehört hast, weil dir das Böse, schlecht oder falsch
erschienen ist. Es macht die gotteskindliche Neugier aus.